Herzlich willkommen heute zu meinem Sonntagswort. Heute ist der Palmsonntag und es stehen zwei biblische Situationen im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Zum einen ist es der Einzug Jesu in Jerusalem und die Leute jubeln ihm zu. Und zum anderen ist es die Leidensgeschichte, die uns schon einen Ausblick auf die kommenden Tage geben wird. Mich persönlich erfreut immer dieser Einzug Jesu in Jerusalem und was die Leute da tun. Sie jubeln ihm zu. Das möchte ich heute auch tun, aus tiefstem innerem Herzen, mit euch zusammen. Und mir hat dazu jemand einen Palmenstock, so ein kleines Gebinde geschenkt. Und vielleicht habt ihr ja auch so etwas verschenkt oder vielleicht habt ihr so etwas geschenkt bekommen, das Zeichen, das uns an diesen Sonntag erinnert. Und so darf ich euch den Segen geben. Den Segen für die Palmenzweige und für euch. Mögen alle eure grünen Zweige gesegnet sein und der Segen Gottes sei mit euch. Der Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Euch allen einen guten und gesegneten Sonntag.